Moin moin und willkommen zurück zur nächsten Folge 7 Days to Die Better Vanilla Mod. Und ich bin gerade schon dabei, meinen, ich nenne es mal Kampfraum, abzugraden. Und ich bin da gerade so ein bisschen auf Ideensammlung, also in meinem eigenen Kopf selbstverständlich. Und hatte, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, so und so könnte man es machen. Ich war mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich merke gerade, ich habe keine Rahmenform mehr. Das ist schlecht. Und hiermit können wir natürlich erstmal ein bisschen simulieren. Na komm, schon 100. Machen wir gleich mal 100. Hier schmieden wir mal Eisenstangen mittig. Ich habe auf jeden Fall zwei Ecken. Ein, warte mal, eins, so. Zehn, nein, natürlich nicht. Schwachsinn. Vier Ecken. Machen wir hier mal 10 mittige, hier auch mal 10 mittige. Früher oder später brauchen wir sie ja sowieso. Da kommen wir sowieso nicht drum herum. Von daher erstmal schon mal egal. Aber haben wir. Was ich auch gebrauchen kann, das am besten sofort. Ein bisschen durcheinander hier wieder, wäre die zweite Chemiestation, dass wir hier ein bisschen aus dem Arsch kommen. Es fehlt nämlich an Schießpulver und ähnlichen Zeug. So, pass auf, was ich mir gedacht. Ist ja ganz einfach. Hier, das kommt weg. Autogeschütze. Stufe 1, Zombies kommen rein. Erste Hürde, ganz einfach. Dann Begrüßung durch möglichst viele Autogeschütze, die ich hier platzieren kann. Danach, Step 2, Zombies bewegen sich in diese Richtung. Gehen hier in diesen vorgesehenen Kampfraum. Da platziert meine Person eventuell weitere Autogeschütze. Zombie, geht hier lang. Zack, 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 möcht hier lang, kriegt immer Feuer, kriegt immer Feuer, kriegt immer Feuer. Nächste Hürde. Alles klar. Hier nochmal mit Klappe und allen drum und dran. Das hier wird ungefähr so eingebaut. Erstmal, bis mir was Besseres einfällt. Stellung ist überlaufen. Alles klar. Wir gehen rum. Sag zu. Über diese und ja. Nächste Etage geht nicht. Wir müssen theoretisch weg. Sollte diese Stellung überlaufen sein, müssen wir irgendwie weg. Das ist die Sache, die fehlt. Das ist die Sache, die löchrig ist in diesem Plan. Also wir müssen hier alles geben. Hier muss richtig Action sein. Wir dürfen hier keinen Fehler machen. Natürlich gibt es ein anderes Optimum. Es gibt sicherlich eine andere, optimalere Lösung. Aber es geht jetzt nicht. Weil fehlende Kreativität. Also müssen wir machen, was wir haben. Hier hätte ich lieber den Durchgang, dass es sich eventuell. Na gut, stauen wird sich nicht. Das wird sich bestimmt nicht. Aber irgendwie so erstmal, dass wir da damit klarkommen. Wie machen wir? Kann ich hier dran vorbeischießen? Nein, kann ich nicht. Also es ist Blödsinn. So ungefähr, ne? Dann kloppe ich das hier alles natürlich hin, so wie sich das gehört. Wir upgraden es so, wie es geht, in dem Falle Beton, weil da geht es ja noch nicht. Ich habe immer noch keinen Tiegel gefunden. Apropos Tiegel, der Händler hat noch auf, da gehen wir gleich mal vorbei. Bis diese ganzen Gitterstäbe durchgebrannt sind, dauert natürlich ja auch noch eine ganze Weile. Hat man ja schon gesehen, 10 Minuten sagen sie. Ist schon heftig. Aber so wäre die erste Idee, dass wir hier wenigstens schon mal klarkommen. Wir machen uns mal auf den Weg, bevor es dunkel wird. Habe ich meinen Händler eigentlich markiert? Nö, ne? So, machen wir hier nicht Händler markieren. Das ist Quatsch. Ja, auf geht's. Sollte man natürlich machen, ne? Immer den Händler markieren. Nicht, dass man herumirrt wie so ein. Wie so ein Depp. Ist echt nicht markiert. Gibt's ja nicht.
Sollten wir vermeiden. Wir können natürlich hier auch noch diese Lampen abbauen, um das erste Mal wenigstens ein bisschen Stahl zu generieren. Dass wir hier von diesem Mini-Pocket-Bike wegkommen. 35 Stahlbarren brauchen wir. Und noch ein bisschen Klimbim drumherum, was wir sowieso zuhauf haben. Also darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber Hauptsache, wir haben erstmal Stahl zusammen. Vielleicht können wir es auch kaufen. Geld habe ich nicht dabei. Weil, wer Geld mitnimmt, ist selber schuld. Echt, also ohne Spaß. Es wird jetzt eh kein Tiegel geben. Versprochen. Und wenn, rege ich mich richtig auf. Ich sage ja, es gibt keinen Tiegel. Ach, glaub Gott sei Dank, das wäre ich hier umsonst hingefahren. Hätte ich mich aufregen müssen. Nee. Vielleicht am... Warte mal. Wann gibt's wieder? Wann ist Wechsel? Soll irgendwo dastehen. Nach Tag 13. Wer sind sie? Wer trifft, ist klar im Vorteil, ne? Der Privatbesitz? Nö. Nehmen wir natürlich mit. Ja gut, gab's also nicht. Naja, dann weiter wie gehabt. Nein. Weiter mit der Schrotflinte. Na komm, den nehmen wir auch noch mit. Wenn er hier schon rumrennt, ne, wer daran vorbeigeht, ne, ist echt verwöhnt. Okay. Ab nach Hause. Schade. Aber ich hatte, wie gesagt, eh keine Kohle bei, weil, keine Ahnung, Brainfuck. So stelle ich mir das vor. Ich könnte natürlich den Weg bis zu mir natürlich auch noch mit Drahtfallen vollbauen. Ne, in diesem kleinen Kampfkreisel, wie ich das am besten nennen soll. Kampfraum, keine Ahnung. Könnte man noch einen Kreisel reinbauen. Beziehungsweise, ich hab's doch gerade gesagt. Diese Drahtfallen, ne, die sollen ja keinen Schaden machen. Die sollen nicht fokussiert werden als Ziel. Nein, die sollen einfach nur verzögern. Wäre eine Idee. Vor dem natürlich alles dem nachkommen können, haben wir natürlich müssen wir natürlich unsere Zementlager prüfen und ja, wir haben natürlich Zement ohne Ende, wir können das ganze Haus hier neu betonieren und dann auch nochmal komplett auffüllen. Praktisch. Also wir müssen wieder den Hammer schwingen, ob es euch passt oder nicht. Ja, wir müssen in diesem Game auch den Hammer schwingen und ja, manchmal zieht sich dieser ganze Bums eine ganze Weile hin. Ihr wisst ja, Viewtime, die muss man sich erkaufen. Und warum nicht? Durch Upgrades. Upgrades, best Viewtime. Denn dafür ernte ich natürlich einen Arsch voll Erfahrungspunkte. Das pusht das Level, ne? Das ist unnormal. Ich könnte natürlich den Rest mit Holz ausfüllen. Ganz einfach, weil der Zombie ja den Weg des geringen Widerstands sucht und sich erstmal durch alle Holzblöcke kloppen würde, um zu mir zu gelangen. Das könnte man noch als Verzögerung benutzen, vielleicht. Müssen wir natürlich testen. Vielleicht kommen die auch einfach durch die Wand, weil sie sich denken, alles klar, wir haben hier einen Hohlraum, da gehen wir durch. Sollte man sich eventuell überlegen, ob man das Haus von außen nochmal um einen Block panzert. Auch eine Idee. Hauptsache hier in der Mitte wird der Kreisel genutzt. Das ist essentiell. Das muss irgendwie provoziert werden. So, ich klopp den Bums mal eben fertig. Ich hole euch mal eben wieder rein. Ich habe nämlich noch eine kleine Idee bekommen. Zeige ich euch sofort. Naja, erst baue ich hier oben aus, ne, bevor ich es euch zeige. Ne? So ist nicht. So ist nicht.
Na komm, ich zeig's euch. Ganz einfache Geschichte, ich bastel hier einfach noch ein paar Klappen. Ne, und so können wir denn hier schön Hürdenlauf machen mit unseren knochigen Freunden. Und so haben wir dann natürlich mal wieder noch eine kleine Blockade gebaut. Ist das nicht geil? Und hier diese Ecke. Ne? Ich möchte auf diese ultra hässliche Ecke hinweisen. Ne, für die Leute, die hier so ein Architekt-PDBS haben. Hier, guckt euch das an, wie beschissen das aussieht. Und genau deswegen bleibt es so, wie es ist. Das wollte ich euch mal eben noch gezeigt haben. Gut, jetzt reicht es aber auch mit dieser Schneiderei, ne? Weil ihr sollt ja natürlich auch das gleiche Leid haben wie ich. Und deswegen bauen wir jetzt hier schon mal zusammen die Treppe ab. Weitestgehend. Natürlich und selbstverständlich mache ich mir hier natürlich noch einen Aufgang. Das sollte klar sein. Für den Fall, dass... lasse ich mir das natürlich nicht nehmen. Hier ran, zwei Leitern oder drei... dass wir hier fix hochkommen, wenn es sein muss. So, gleich so. Natürlich können sich die Zombies hochpushen oder so. Wenn jetzt sich hier natürlich alle sammeln, müssen natürlich dann erstmal an die Schrottkanone vorbei. Oder eventuell sollen da ja Maschinenkanonen, Türme oder keine Ahnung, was alles so für schöne Sachen hin. Ah, mir kommt die nächste Verriegelung hoch. Ne, ey, das wird so geil. Ja, wenn es nicht funktioniert, dann sterben wir halt, ne? Was zu machen. Lieber jetzt als unvorbereitet. Da sind so eine halben Blöcke, da kann ich auch gar nicht leiden. Na, was willst du machen, ne? Haben wir hier für eine Spielwertung, Spielerwertung, whatever. Spielstadium 90. Na, dann kicken wir mal. Ist ja noch nicht so weit. So machen wir das. Was haben wir hier für einen Untergrund? Das ist auch schon Beton quasi. Vielleicht hier der Holzboden sollte auch noch ausgebessert werden. Besser haben als brauchen, sollte klar sein. Aber im Grunde könnte ich das auch off machen, ne? Da muss ich euch nicht unbedingt mitnehmen. Zumindest da bin ich gnädig. Das lassen wir sind. Sieht's aus mit Munition. Wir müssen Munition craften und das nicht zu knapp. Die Ressourcen lasse ich mal bei mir in der Tasche. Beziehungsweise schmeißen wir erstmal alles raus hier. Sortieren den ganzen Bums ein. Oder Fleisch haben wir wieder 700 Knips. Muss alles durchgegrillt werden, seht zu. Sollen wir die Zeit sinnvoll nutzen? Eier hatte ich jetzt nicht, oder hatte ich Eier? Ja, ich hatte ein paar Eier, aber ich bin kein Koch. Ich habe keine Ahnung, ich kann einfach nur Fleisch grillen. Ist traurig, aber es ist so. Den Elektriker haben wir, haben den Motorradfanatiker. Machen wir uns mal auf den Weg. Ja, MG brauchen wir auch. Machen wir uns mal auf den Weg. Habe ich Rahmenblöcke? Ich habe Rahmenblöcke. Weiß jetzt nicht, war das mit der Wrench? Ich nehme sie mal mit. Wrench. Und dann werden wir ein paar Laternen abbauen. Weil wir Laternenabbauer Pros geskillt haben. Übernehmen wir das mal. Ich habe übrigens die Schwierigkeitsstufe um 1 erhöht. Neu. Und krieg erstmal 2 Lootbags. Ne? Also so ein Glück muss man erstmal haben. Das ist auch der sogenannte Streamer-Loot, nennt man das ja auch gerne. Ihr habt natürlich dafür eine extra Mod installiert, dass der möglichst hoch ausfällt. Zwinker, zwinker, Spaß beiseite, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, jetzt bauen wir uns hier hoch, weil ein ganz schlauer Mensch mal zu mir gesagt hat, ey, wenn du die Dinger hier oben abbaust, gibt's Stahl. Und er hat recht. Guck die da. Hast gesehen.
Bam. Geil, ne? Da kann ich mich nur... Kann ich mich nur wieder bedanken bei Shakun. Danke für den Tipp. Seitdem weiß ich das. Ich habe zwar halt nur 200 Stunden, aber ich weiß es erst seit... Wenn es hochkommt, einem Monat. Traurig. Wo kommt die alle her? Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen jetzt? Den müssen wir erstmal aufschneiden, ne? Bevor der gammelt. Denn nur rohes Fleisch ist gutes Fleisch. Schrotflinte. Warum kann ich die Rehe nicht einfach mit der Schrotflinte abbauen? Das wird doch viel schneller gehen. Hab ich gehört. Das ging erstmal voll daneben. Ich habe übrigens aber die Zombie-Zahlen hochgeredet. Ich habe sie, glaube ich, fast verdoppelt. Also, die standardmäßig spawnen, meine ich damit. Blutmondnacht erstmal ausgeschlossen. Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Zack, wieder 2. Das ist einfach Sahne. Das könnt ihr überall machen. Und ich zeige euch das, weil es geil ist. Na, das können wir jetzt natürlich eine ganze Weile machen. Ich glaube, die geben keinen Stahl. Dachte ich mir. Schade. Nee. Ganz sicher nicht. Ja, ist auf jeden Fall so ein kleiner Trick, wenn ihr jetzt unbedingt Stahl braucht und Zeit habt. Wenn ihr Zeit habt, ist genau das die richtige Option, um zu sammeln. Kriegt dieses Hühnchen. Ach, Klick. Naja, blöd gelaufen. Müssen wir mitnehmen, da kann ich nichts für. Gibt nichts Schlimmeres als Erfahrung an, wenn so viel Viehzeug rumrennt. Es ist Mitternacht, ab nach Hause. Da kriege ich Angst. Hier oben hatte ich auch etwas vor. Aber frag mich, was ich da für eine Idee hatte. Könnte sein, dass ich Gartenfläche erweitern wollte. Was mir aber auf eine gewisse Art und Weise nichts bringt, weil ich keine Saat habe. Zumindest nichts, was ich jetzt unbedingt einsehen müsste. Da fehlt uns noch. Drei Stück, komm. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gleich noch 2 weitere Laternen mitgenommen. Wünschte, ich hätte das vorher gewusst. Komm, eine Laterne, 3 Stück. Gib mir. Dann haben wir endlich das Motorrad. Eins. Oh. Schade. Dem Charakter hungert's. Da müssen wir gleich mal ein bisschen was nachstopfen. Essen? Hallo? Was sagen? War das gerade Verweigerung oder was? Interessant. Man wollte da gerade einfach nicht zubeißen, ey. Gibt's ja nicht. Unglaublich. Komm. Gib mir. Gut, da haben wir's. Da haben wir's. Ich müsste meine Angelköder jetzt zur Seite legen. Ich hau da die ganze Zeit mit der Maus hin. Ja, ich habe noch nicht aufgeräumt. Es ist unglaublich. Muss alles wieder in den Keller. Lasst uns ein Motorrad bauen.
Wir brauchen für eine Motorrad, wir brauchen E-Teile. Ich glaube auch Mech-Teile, ein Arsch voll Klebeband. Eine Glühbirne. Ein Scheinwerfer, Verzeihung. Gibt kein glühendes Obst, ich weiß. Ich glaube, wir brauchen Rohre, ich glaube, wir brauchen die Dinger und wir brauchen auf jeden Fall das Zeug hier. Motorrad. Und Reifen. Und Leder. Wir haben nur einen Reifen. Das ist traurig. Einen Reifen. Was mach ich denn da? Einen Reifen. Ein Rad. Säure, Öl, Kohle. Säure, Öl. Eine Kohle? Kohle, Kohle? What? Wir haben keine Kohle? Komm, hör auf zu spinnen. Habe ich alles in Schießpulver gedrückt? Löschen. Gibt's ja nicht. Ein Reifen. Kunststoff und Eisen. Warum halbiere ich die Stacks, wenn ich was brauche? Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Dann solltet ihr alles halbieren, was ihr rausnehmt. Könnt ihr es mit einem Klick zack, wieder wegpacken. Ist der Hammer, oder? Ist der Hammer. Da braucht man nicht viel Grips für, um das zu verstehen. Super. Jetzt warten wir hier natürlich. Wir bleiben jetzt die ganze Zeit stumpf stehen. Warten, bis es fertig ist. Ich habe gerade gesehen. Logischerweise ist das nicht gerade dann auch wieder weg. Schießpulver. Weitermachen. So. Soweit. So gut. Wir haben natürlich noch ein bisschen Schmiedestahl über. Eigentlich nur 5. Glaube. Den Rest brauchen wir noch. Nein, brauchen wir nicht. Cool. 25. 30, was sie gebraucht haben. Ist ja egal. Wie ich da auch immer drauf gekommen bin. Ist ja im Grunde auch Bums. Wir bewaffnen uns noch mit einem Motor. Und einer Batterie. Sollte ich eigentlich haben. Ich habe auf jeden Fall einen Arsch voll Batterien. Keine Ahnung, warum ich keinen Motor mehr habe. War natürlich wieder geblufft ohne Ende. Scheinbar. Dann haben wir jetzt noch die ehrvolle Aufgabe, ein Auto zu zerschrauben, nur um einen Motor zu bekommen. Das ist natürlich geil. Das werden wir sofort machen. Und ich möchte meinen, noch einen Werkstattwagen gesehen zu haben. Denn wie jeder weiß, ist die Dropchance für Batterien und Motore bei speziellen Fahrzeugen, in dem Falle Krankenwagen, Schulbus oder halt hier der mobile Werkstattwagen oder Werkstattwagen oder nennt es wie ihr wollt, deutlich höher als bei so einer normalen Kiste, die rumsteht. Und dann kommt es auch noch drauf an, in welchem Zustand diese normalen Kisten hier sind. Im günstigsten Fall für die höchste Dropchance ist die Kiste komplett. Na, dann sieht man im günstigsten Fall noch einen Motor drinne. Oder so, oder man skillt einfach den Verwerter oder Werkstoff, Recycling oder was diese Kacke, wie das auch immer heißt. Ich habe keine Ahnung. Komm, kick mal nach. Bildungslücke. Den Altstoffsammler, dann gebt da noch ein paar Punkte rein und die Dropchance sollte deutlich höher sein. In meinem Fall Pech ohne Ende, wie es sich gehört. Jawohl. Noch unberührt, die mag ich am liebsten. Steroide. Ich glaube, das Zeug, das kloppe ich mir gleich rein.
Da droppt natürlich noch ein Rad, das ist sehr unangenehm. Und da ist der Motor. Motor am Start. War ja einfach. Gut. Mit dem Motor auf dem Rücken, da wäre natürlich auch eins gewesen, mit dem Motor auf dem Rücken geht es natürlich ab nach Hause. Schnelle Treppe nach oben. Hoffen, dass wir hier durch sind. Wir sind durch. Wir gönnen uns noch eine Autobatterie. Eigentlich könnte man da ja auch mal Technik draufschreiben, aber das ist Quatsch. Ne, wer Sachen beschreibt, ist selber schuld. Guck mal, der Tastatur ist manchmal ein bisschen behindert. Oder ich kann es einfach nicht, das kann auch sein. 2 Minuten. Und schauen sieht die Welt ganz anders aus. Hier speichern wir erstmal alles zwischen hier, unseren Unrat, den wir hier aufsammeln. Wir haben erstmal andere Dinge in der Priorität. Und zwar muss hier Eisen geschmolzen werden. Was das Zeug hält, denn irgendwann in 100 Jahren, werden auch wir, wollte ich sagen, werden auch wir einen Schmelztiegel haben. Vielleicht. Wenn wir artig sind, früher als gedacht. Steroide, die können wir auch gleich wegpacken. Haben wir ja schon. Ob wir diese überhaupt brauchen werden, ist natürlich fragwürdig. Gut. Was können wir noch vorbereiten? Na, wir haben noch Zeit. Ist, ne, und alle Zeit, die wir nicht nutzen, ne, das ist schlecht. Klappe die beste Bunkertür. Tür. Eisentür, die können wir machen. Das sollten wir tun. Tresortür, das wäre das nächst krassere. Eisentür habe ich nicht. Ich habe diese komischen Eisenklappen. Und danach kommt ja noch was. Zum Henker heißt es. Tresorklappe. Naja, war ja einfach. Natürlich braucht man dafür Schmiedestahl. Okay. Wenn dem so ist, müssen wir dafür sorgen, dass wir da rankommen. So. Das Teil stellen wir erstmal hier hin. Sehr gut. Gib den Stuff raus. Der Stuff kommt hier rein. Natürlich erstmal auftanken die Kiste. Das wird halbiert. Das wird halbiert. Für den Fall das. Na, man weiß ja nie, wenn man mal unterwegs ist und eine Reserve braucht. Irgendwer oder was steppt hier? Wo geht der lang? Mit dir. Was wollte ich jetzt? Ich hab doch gerade was gesagt. Mods, genau. Danke. Haben wir hier Tankmod? Was ist denn los? Für selber Tankmod kann ich natürlich nicht bauen, das ist blöd. Muskelshirt. Fahrzeugspar. Auch nicht. Brauchen wir die ganzen blauen Baupläne für. Das kriegt man nicht einfach so zugesteckt. Leider. Ich bin natürlich jetzt noch zum Händler fahren. Ist aber nicht, weil keine Zeit. Beziehungsweise es ist noch nicht spät genug. In dem Falle muss ich euch jetzt hier erstmal entlassen.
nächsten Tag questen, also diesen Tag jetzt questen für mich. Und dann sehen wir uns beim Händler direkt, ne? Das spule ich hier noch vor. Bin ja nett. Wir sehen uns.